So, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute zum Thema Einsatz von Batteriespeichern in der Industrie. Schön, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Miriam Blum und ich freue mich heute ganz besonders, den Matthias Resch vom Fraunhofer ISE dabei zu haben, der dann auch gleich den inhaltlichen Teil übernehmen wird. Ja, vorweg, Sie haben jederzeit die Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen. Bitte einfach die Chatfunktion von Zoom nutzen. Stellen Sie einfach die Fragen rein und wir werden sie dann entweder direkt oder gesammelt am Schluss beantworten. Nutzen Sie die Chance aus und ja, fragen Sie alles, was Sie zum Thema Batteriespeichern oder auch zu dem Forschungsprojekt der BESI dann interessiert. Wir haben auch drei Fragen für Sie mitgebracht, die wir Ihnen dann im Laufe des Webinars stellen werden, einfach auch, um Sie, unsere Zuhörerschaft, ein bisschen besser kennenzulernen und dann natürlich auch, um das Interesse zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt der BESI am Schluss abzufragen. Des Weiteren, das Webinar wird aufgezeichnet, das heißt, Sie müssen sich jetzt auch nichts mitschreiben. Sie bekommen im Anschluss die Aufzeichnung sowie auch den Foliensatz zugeschickt, können das dann sehr gerne auch nochmal mit interessierten Kolleginnen, Geschäftsführer, wie auch immer teilen. Genau, das schon mal als Info. Bevor wir jetzt gleich starten, würde ich gerne noch zwei, drei Worte zu Ennet fallen lassen für diejenigen unter Ihnen, die uns noch nicht kennen. Dann wird eben der Matthias Resch zur Marktentwicklung von Energiespeichern und auch zu dem Forschungsprojekt der BESI etwas erzählen und zum Schluss dann die Möglichkeit eben für Sie abzustimmen, ob Sie Interesse daran haben, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen. Ja, wer sind wir? Wer ist Ennet? Ennet ist eine Technologiefirma, die Industriebetrieben dabei hilft, Emissionen, Verbrauch und Kosten zu identifizieren, zu verstehen und zu reduzieren. Wir sind ein Softwareunternehmen, wir haben eine Software entwickelt und das sind die Leute, unter anderem die Entwickler, aber auch die Kundenbetreuer, den einen oder anderen kennen Sie vielleicht davon, auch das Vertriebs- und Sales-Marketing-Team, was hier dabei sind, also die Kollegen und Kolleginnen von mir, die tagtäglich daran arbeiten, genau diese Ziele bei Ihnen, bei unseren Kunden umzusetzen. Und mit dieser Vision, mit diesem Ziel haben wir bereits über 200 Kunden gewinnen können, wie Sie sehen können, aus ganz verschiedenen Branchen. Da ist die Metallverarbeitung dabei, Maschinenbau, Lebensmittel. Was unsere Kunden gemeinsam haben, der gemeinsame Nenner ist ein hoher Energieverbrauch, also weniger, welche Branche sie zugehörig sind, sondern wir setzen da an, wo ein hoher Energieumsatz ist, um daran dann erstmal zu messen und in nächsten Schritten dann zu optimieren, zu verbessern. Und das machen wir anhand unseres Lösungsportfolios. Wie Sie hier sehen können, wir fangen eben an mit der Datenerfassung. Da wird das ist quasi auch unsere Rolle jetzt hier bei dem Forschungsprojekt. Ich werde später auch nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, wie wir die Daten erfassen können und wie wir dann mithilfe von unserer Energie-Monitoring-Software, dem Ennet Agent, werde ich nachher auch nochmal einen kleinen Blick mit Ihnen gemeinsam reinwerfen, erstmal die Datentransparenz in dem Unternehmen darstellen. Was wir dann als nächste Schritte machen wollen, dann auch zu tatsächlichen Einsparungen, Optimierungen zu kommen, sind verschiedene Projekte, die wir gerne mit Ihnen umsetzen wollen, wie zum Beispiel Strommengenabgrenzung, Glasspitzenreduktion, Audits wie ISO 50001, Themen wie Eigenerzeugung durch PV ist natürlich auch nach wie vor sehr, sehr relevant oder auch Energiebelieferung und eben Ihnen auch die Teilnahme an Forschungsprojekten ermöglichen. Das ist auch hier die Nähe von Ennet zu den Forschungsinstituten, hier auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, was wir gerne mit unseren Kunden teilen wollen. Sehr wichtig bei uns, Ihnen jederzeit kontinuierlich einen guten, hochwertigen Service anzubieten, bestehend aus zum Beispiel geführten Datenanalysen, Schulungen und Workshops, aber auch wie jetzt hier die Webinare und Vorortberatung. Ja, und was ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal kurz sagen will, wir haben das Webinar, was jetzt heute stattfindet, ist das ein Teil einer, wir haben es mal Ennet Forschungs-News-Webinarreihe genannt, wo wir eben mit verschiedenen Fraunhofer-Instituten verschiedene Webinare gehalten haben. Sie finden diese auch, wenn da Themen dabei sind, die Sie auch interessieren, die Aufzeichnung auf YouTube, kann ich Ihnen gerne in der Follow-up-E-Mail auch die Links nochmal mitschicken. Heute jetzt eben Teil 5 von 6, wo wir darüber sprechen wollen, wie Batteriespeicher in der Industrie eingesetzt werden sollten, können und auch werden. Das findet eben heute einmal statt und eine Wiederholung davon dann auch am 7.12. Das heißt, wenn Sie jetzt mitbekommen, irgendwie ein Kollege, Kollegin würde auch nochmal gern teilnehmen, können Sie sich das gleich auch schon mal vormerken. Da findet das Webinar dann nochmal statt. Aber ja, damit würde ich jetzt auch dann gerne schon an dich, Matthias, übergeben. Ich beende gerade einmal meinen Bildschirm teilen und dann kannst du starten. Vielen Dank, Miriam. So, ich hoffe jetzt... passt alles. Perfekt, gut. Also, ich bin Matthias Resch, ich leite das Team Smart Grid Integration am Fraunhofer ISE
Und heute geht es eben um den Einsatz von Batteriespeichern in der Industrie. Und ich werde euch werde Sie mal erst kurz ein bisschen das ISE vorstellen und wo wir hier angesiedelt sind. Also wir haben zwei große Bereiche, also den oder Geschäftsfelder des Energie, Technologie und Systeme und Photovoltaik. Und wir sind wiederum angegliedert hier in dem Leistungselektronik, Netze und intelligente Systeme Teil, und auch die Kollegen von den elektrischen Energiespeichern machen bei dem Projekt mit. Noch eine Ebene tiefer gibt es eine Abteilung, die heißt intelligente Netze, in der arbeitet mein Team und ich, und das Projekt ABESI ist angegliedert in dem Themenspektrum vernetzte dezentrale Anlagen und intelligente Mess- und Steuerungssysteme. Das war so der Turbo-Durchlauf. Jetzt möchte ich auf die Marktentwicklung von stationären elektrischen Speichern eingehen. In Deutschland, so von 2013, da war der Markt noch ziemlich klein, bis 2019, wo die letzten Zahlen verfügbar sind. Das ist aus einer Publikation, die ganz frisch ist. Sieht man, dass der Markt eben stark zugenommen hat. Insbesondere die Heimspeicher, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, und auch die Großspeicher ab 1 MWh, die vor allem Primärregelleistung anbieten, haben besonders stark zugenommen. Die Industriespeicher nicht so stark, das ist dieser rote Bereich, und um den geht es heute, und auch bedingt um Großspeicher. Und welche Technologien werden eingesetzt? In der Regel Lithium-Ionen-Batterien. Man sieht aber auch, dass in 2019 Bleibatterien immer noch zum Einsatz kommen und auch Flux-Flow-Batterien. Und im Projekt der BESI geht es darum, einen Hybridspeicher zu entwickeln, der sowohl Flux-Flow als auch Lithium-Ionen in einer wirtschaftlich optimalen Weise kombiniert für entsprechende Anwendungen. Wie sieht es mit den Umsatzerlösen aus? Auch die sind gestiegen die letzten Jahre. Das sind die letzten Zahlen vom BVS. Und das sind so die Umsatzerlöse der Energiespeicherbranche in Deutschland die letzten 4 Jahre. Und hier jetzt ganz speziell der Umsatz im Speichersegment Industrie und Gewerbe. Man sieht den Knick 2020 durch Corona, und viele der, also hier diesen 20-prozentigen Umsatzrückgang durch die Corona-Krise, in dem die Industrie die Aufträge verschoben oder storniert hat. Aber man geht davon aus, dass 2021, wenn die Zahlen dann da sind, final das wieder hochgeht. Und der Treiber ist die Elektromobilität sowie die Verpflichtung zur Dekarbonisierung und der steigenden CO2-Preis. Weiter hier noch nicht abgebildet ist, dass ab 2022 wir davon ausgehen, dass die Wasserstoffstrategie die Nachfrage bei Elektrolyseuren steigern wird. Das ist diese ein bisschen hellere Farbe mit den 130 Millionen, wie man schon sieht, das ein bisschen gestiegen ist, aber wir gehen von einem weiteren Anstieg aus, und dass asiatische Marktteilnehmer auf den Markt drängen werden, aber auch deutsche Unternehmen die Exportmöglichkeiten nutzen werden, und die Einsatzbereiche bei Industrie- und Gewerbespeichern sind vielschichtig. Das geht von Peak Shaving über unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notstromversorgung bis hin zur Optimierung von Industrieprozessen und Ladeinfrastruktur. Dazu später ein bisschen mehr. Also so sieht im Moment die Marktentwicklung aus. Und jetzt würde ich zum Projekt kommen. Was ist der ABESI? Also was wollen wir da machen? Der ABESI steht für datengetriebene Auslegung und Betriebsführung von dezentralen elektrischen Speichern in produzierenden mittelständischen Industriebetrieben. Was wollen wir da eigentlich tun? Nun, wir wollen eine kostengünstige und effiziente Stromversorgung mittelständischer Unternehmen mithilfe von Speichersystemen realisieren. Und da gibt es verschiedene Unterziele. Und hier in DIC aufgetragen ist diese Analyse hoch aufgelöster Lastdaten. Das ist, deswegen sitzen wir heute zusammen, weil wir hoffen, dass wir bei Ihnen eine Messung machen können und Lastdaten messen können und die analysieren können und dann analysieren können, ob sich ein Speichereinsatz lohnt, und entsprechende Betriebsführungsalgorithmen
darauf entwickeln. Deswegen weiter zu den Bullet Points, also es soll ein generisches Modell zur optimalen Auswahl und Dimensionierung von Speichersystemen entwickelt werden. Die Betriebsführung und die Regelalgorithmen für Speicher eben entsprechend des Lastgangs angepasst werden. Eine Systemarchitektur zur freien Skalierung für die technische Kombination Lithium-Eisenphosphat und Dynamic Flow entwickelt werden, also ein Hybridspeicher. Und dann soll das alles noch dimensioniert, installiert und erprobt werden an ausgewählten Industriebetrieben und bei uns im Labor. Wer ist dabei im Konsortium? Wir haben einen Speicherhersteller, Knoll, der ist eben, der produziert sowohl Vanadium-Redox Flow Batterien als auch Lithium-Ionen-Batterien. Wir als Forschungsinstitut, dann ist noch EDF dabei als Systemintegrator, Solandeo, die Messstellenbetreiber sind und Monitoring machen und der BVES als Interessenvertretung und auch Treiber von Normung. Genau, wie sieht das Projekt aus? Am Anfang haben wir ein Systemkonzept entwickelt, da sind wir relativ fertig und befinden uns jetzt in Phase 2, wo es um Datenbeschaffung und Datenanalyse geht. Dabei wollen wir Tools entwickeln oder sind gerade dabei, Tools zu entwickeln, um diese Lastzeitreihen zu analysieren und eine Qualitätskontrolle durchzuführen und darauf basierend dann auch den Speicher zu dimensionieren und auszuwählen. Also wie viel Anteil Vanadium-Redox-Flow, wie viel Anteil Lithium-Ionen ist denn für die bestimmten Anwendungsfälle interessant. Und wenn man die dann dimensioniert hat, die Speicher, dann soll auch die Systemarchitektur entwickelt werden. Das leitet vor allem Knoll natürlich als Speicherhersteller. Und wir vom Fraunhofer ISE kümmern uns vor allem um die Regler und die Betriebsführung, die dann später auch von EDF umgesetzt werden und eingesetzt werden. Und am Ende soll das noch alles getestet werden, wie gesagt, sowohl bei uns im Digital Grid Lab als auch bei Industriekunden. Jetzt würde ich zu den Anwendungen von elektrischen Speichern kommen. Also was sollen die überhaupt machen? Dafür haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die jetzt hier gerade aufpoppt. Genau, also vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist schon mal sehr interessant. Also ich nehme mit, die meisten haben noch keine PV-Anlage und das bekannteste Geschäftsmodell ist Spitzenlastkappung. Jetzt hier mal zur nächsten Folie. Also das sind, da finden wir wieder die gleichen Anwendungsbereiche und Geschäftsmodelle. Die lassen sich aufteilen in Behind-the-Meter-Anwendungen und Front-of-the-Meter-Anwendungen, also hinter oder vor dem Zähler. Genau, wie gesagt, die meisten haben sich schon mit, oder ein Drittel hatte sich mit Peak-Shaving schon beschäftigt. Da geht es um Netzentgeltreduktion, indem man eben die Spitzen reduziert. Da muss man immer den Viertelstunden-Mittelwert berücksichtigen, dass der nicht zu hoch ist, weil der eben dann besonders zu tragen kommt bei der Netzentgeltberechnung. Und PV-Eigenverbrauchserhöhung ist eigentlich relativ klar, denke ich mal, was das bedeutet. Man spart eben Kosten, indem man einen relativ günstigen Photovoltaikstrom selber nutzt, anstatt den Strom von dem Netz zu beziehen. Dann Stromtarifoptimierung und atypische Netznutzung. Dazu später noch ein Bildchen, das macht es vielleicht klarer, was das ist. Backup Power und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Nun, das ist, wenn das Netz eben wegfällt, dass man dann noch einen Strom aus der Batterie hat. Das kennt man aus den Telekommunikationseinrichtungen. Regelleistung bereitstellen, Bereitstellung, was ist das? Da gibt es verschiedene Produkte. Das ist also ein Markt, der bekannteste Markt ist primär oder der lukrativste Markt ist primär Regelleistung, die bereitzustellen. Dann kann man aber auch Stromhandel betreiben und den Netzausbau optimieren. Blindleistungsbereitstellung ist ein Markt, den es noch nicht gibt, aber der kommen soll. Und das Gleiche gilt für Schwarzschaltfähigkeit, sogenannte Nichtfrequenz. Gebundene Systemdienstleistungen und all diese Dinge sind erstmal prinzipiell interessant. Wie gesagt, bei den Front-of-the-Meter-Anwendungen ist es meistens die Primärregelleistung, die heutzutage
verwendet wird, weil es die lukrativste ist, und bei den Behind-the-Meter-Anwendungen Peak Shaving und Eigenverbrauchserhöhung. Das kam auch bei einer Umfrage raus von vielen Personen, die Speicher bereits anwenden, Unternehmen und Experten. Also wie sehen die Anwendungsmöglichkeiten bis 2025 aus von Speichern? Da kam eben raus, die meisten sehen, dass man dass Speicher für den Eigenverbrauch angewandt werden, wenn man eben Photovoltaikanlagen schon hat oder eben Peak Shaving. Dafür braucht man keine Photovoltaikanlage bei den Behind-the-Meter-Anwendungen, und wenn der Speicher ein bisschen größer ist, dann kann man eben, dann ist es ein bisschen diverser. Es ist entweder Energiearbitrage oder jetzt eben noch das gängige Geschäftsmodell ist noch die Regelleistung, vor allem die Primärregelleistung. Die wird aber immer weniger lukrativ, weil die Preise in den Keller gehen und man sich eben nach neuen Geschäftsmodellen umschauen muss. Was sind so die großen Hemmnisse im Moment oder die Herausforderungen? Dass man einerseits eine Doppelbelastung hat von Geschäftsmodellen mit Abgaben und Umlagen. Das ist so das Größte. Dann gibt es noch die mangelnde Rechts- und Investitionssicherheit insgesamt, weil ständig die Regulatorien geändert werden. Und auch das Messkonzept relativ komplex ist, gerade bei Multi-Use-Anwendungen, die wir uns ja hier anschauen wollen, muss man eben für jede Anwendung eine bestimmte abrechnungsrelevante Messung machen und das eben auch beweisen, was für was verwendet wird. Und sowas kann ein Messkonzept schon relativ aufwendig machen. So, ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist für ein kleineres Unternehmen und vor allem einen kleineren Speicher, was jetzt schon Status Quo ist, also eine Behind-the-Meter-Anwendung mit PV-Eigenverbrauchserhöhung und Peak-Shaving zur Netzentgeltreduktion. Da gehen wir von aus, wir haben eine 500 kW Peak-Anlage, benutzen eine Vanadium-Redox-Flow-Batterie, die ein Leistungs-zu-Energie-Verhältnis von 1 zu 5 hat, und wollen eben vor allem Eigenverbrauchsoptimierung machen, Peak-Shaving und vielleicht in Zukunft auch noch weitere Anwendungen dazu bauen. Also PV-Eigenverbrauch ist relativ klar. Dieser erzeugte Solarstrom wird in den Abend geschoben und wird Batterie zwischengespeichert. Und Lastspitzenkappung ist, wie gesagt, dass man die Spitze kappt und dadurch die Netzentgelte reduziert. Da muss man immer die Viertelstunden Mittelwert in Betracht ziehen. Und der darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil man einen leistungsenden Arbeitspreis zahlt, und der Leistungspreis soll dann eben reduziert sein. So, jetzt, wenn man diese Annahmen zugrunde legt, das ist ein aktuelles Beispiel von einem Konsortialpartner aus unserem Projekt. Dann hätte man Break-Even nach 9 Jahren. Also die Anlage rechnet sich ab dem 10. Jahr, wenn sie eben reine Spitzenlastkappung macht und Eigenverbrauchsmaximierung mit einem noch relativ teuren Vanadium-Redox-Flow-Speicher. Und was könnte man in Zukunft eben noch machen? Nun, man könnte noch E-Fahrzeuge laden, entweder durch eine intelligente Ladealgorithmus erstmal nur in eine Richtung, und wenn das dann geht in Zukunft, Vehicle to Grid oder Vehicle to Building zu machen, dass man die dann auch wieder entlädt und sozusagen dann die Eigenverbrauchsquote nochmal erhöht. Da kann man eben die Fahrzeuge als zusätzliche Batterie auch noch verwenden, wenn sie eben nicht gebraucht werden, oder eben auch als Notstromversorgung. Das ist so das eine Beispiel, das heute schon viel umgesetzt wird. Und das zweite, größere Bereich ist, wenn man dann Anwendungen kombiniert und vor allem Behind-the-Meter- und Front-of-the-Meter-Anwendungen, hier Regelleistung, vielleicht in Zukunft Blindleistungsbereitstellung und die anderen beiden, die ich gerade vorgestellt hatte. Jetzt kommt noch die atypische Nutznutzung mit dazu. Was ist das? Es gibt in sogenannten Hochlastzeiten muss man bestimmt die Spitzenlast das Netzentgelt. Wenn man diese reduziert und in eine außerhalb dieses Hochlastzeitfensters schiebt, indem man eben die Batterie lädt, kann man dadurch auch Netzentgelte sparen.
Das gilt dann eben für sozusagen nur diesen ganz bestimmten Hochlastzeitfenster, während das eben bei der Lastspitzenkappung immer der Fall ist. Dann gibt es eben noch die Primärregelleistung, da wird in Abhängigkeit von der Frequenz wird der Wirkleistung bereitgestellt, mit so einer Statik, wie hier unten dargestellt. Das sind 4-Stunden-Ausschreibungen, an denen muss man teilnehmen und einen Preis bieten. Und wenn man den Zuschlag erhält, dann wird eben das noch zusätzlich angeboten. Dazu muss man wissen, dass in 90% der Zeit nur 10% der Leistung abgerufen wird. Also man hat dann noch sehr viel Leistung übrig, um andere Dinge zu tun. Zum Beispiel eben eine atypische Netznutzung oder Lastspitzenkappung. Und in Zukunft kann es sein, dass man zum Beispiel auch Blindleistung vermarkten kann. Das werden wir uns auch angucken. Da ist gerade viel Bewegung drin. So, dann haben wir noch eine kleine wirtschaftliche Betrachtung, also den möglichen Profit, den EDF uns ausgerechnet hat, habe ich hier mal dargestellt. Und wir konnten feststellen, dass man zum Beispiel eine Batterie, die Peak Shaving betreibt, über also 10, 20, 50, also nochmal, also die, man kann eine Batterie, die Peak Shaving betreibt, kofinanzieren, wenn man PRL noch zusätzlich anbietet. Und zwar zu 20-25%. Und was sind jetzt eben Forschungsfragen, die wir uns angucken wollen? Na, wie sieht eine profitabelste Multi-Use-Anwendungskombination aus? Also was kann man alles wie kombinieren und wie sieht der entsprechende Speicher aus? Und wenn man das dann, das sind ja erstmal einfache Heuristiken, die man sich anguckt, was könnte man noch rausholen, wenn man eben vielleicht auf neue Methoden setzt, also so Machine Learning Methoden, zum Beispiel Reinforcement Learning, und wie könnte das den Profit gegenüber regelbasierten Reglern erhöhen. Damit komme ich auch schon zu der letzten oder zu den letzten Folien, also was sind so ein bisschen die Probleme und die Forschungsfragen. Nun, ein Punkt ist diese Einsatzpriorisierung und Abgrenzung. Das ist im Fall der atypischen Netznutzung relativ einfach, weil man eben zu einem bestimmten Zeitfenster eben diese Spitzenlast kappen muss. Bei dem Peak Shaving kann man sich ja vorstellen, da muss man eben immer diesen Viertelstundenwert kennen und deswegen sind Prognosealgorithmen extrem wichtig. Da benutzen wir Machine Learning Algorithmen, so ein sogenanntes Supervised Learning, um eben möglichst gut die Last im Unternehmen prognostizieren zu können, aber eben auch die Erzeugung, wenn eine Photovoltaikanlage auch dabei ist, dann muss man natürlich den Ladezustand und den Einsatz der Batterie optimieren. Also wie wird die Batterie idealerweise geladen und entladen? Das kann man mit einer linearen Optimierung machen. Das ist aber noch ein bisschen unklar, ob das eine lineare wird oder eine nicht lineare. Wie geht so eine Ladestrategie mit Prognoseunsicherheiten um? Das werden wir wahrscheinlich mit einer nicht linearen Optimierung angehen. Und welchen Teil der Hybridbatterie wird verwendet? Also speichere ich jetzt die Energie in meiner Lithium-Ionen-Batterie oder in meinem Vanadium-Flow-Speicher? Und andersrum, welchen Teil lade ich aus? Dafür braucht man natürlich Batteriesystemmodelle, die entsprechend die Charakteristiken, die Alterungsmodelle und so weiter beinhalten und ein Modell Predictive Control, das dafür steht MPC. Und bei dem Netzanschluss und der Messung, da ist es eben wichtig, ein Metering-Konzept zu entwickeln, das möglichst klar ist und aber auch möglichst wenig Messpunkte hat, damit man da gut und günstig wegkommt. Das gilt es auch noch zu entwickeln. So, das ist ein bisschen die Roadmap von unserem Projekt. Und jetzt komme ich zu Ihnen. Und zwar brauchen wir Industrieunternehmen, die bereit sind für eine Messkampagne. Und was wäre denn so der Mehrwert für Unternehmen? Nun, auf der einen Seite bekommen Sie ein Energiemonitoring von Enet und gegebenenfalls die Möglichkeit einer Prozessoptimierung. Das wird ein Jahr lang bei Ihnen gemessen mit entsprechenden Untermessungen. Wie das genau stattfindet, das zeigt dann gleich Miriam. Sie können dadurch wirtschaftliche Anwendungen, oder wir werden basierend auf den Messungen wirtschaftliche Anwendungskombinationen eines Multi-Use-Einsatzes für Ihr Unternehmen
analysieren und dann auch die Batterie entsprechend dimensionieren. Also eigentlich ein Hybridspeicher, aber wenn rauskommen sollte, dass es nur eine Lithium-Ionen-Batterie ist oder nur ein Natrium-Ionen-Flow, dann ist es eben nur die Technologie. Und letzten Endes können Sie wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage liefern wir Ihnen, ob sich ein Einsatz eines Speichers für Unternehmen lohnt oder nicht. Und damit verweise ich noch auf unsere Homepage, die tabesi.de heißt. Und ja, wenn Sie sich am Ende des Webinars entscheiden, vielleicht daran teilzunehmen oder noch Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Und damit übergebe ich an Miriam. Ja, Dankeschön. Genau, ich will Ihnen jetzt nämlich noch einmal, geht nicht lange, ganz kurz zeigen, wie wir von Enerden bei Ihnen mit der Messung starten wollen. Wenn Sie nun schon ein Bestandskunde von uns sind, dann ist das schon soweit ja, etabliert, integriert, dann haben Sie schon den Enet Agent bei sich vor Ort. Wenn nicht, dann bekommen Sie diesen. Ich habe hier mein ganz kurzes Video mitgebracht. Man sieht quasi einmal die Box, nicht größer als ein Schuhkarton. Ziel davon, diese wird einmal an Strom gesetzt und dann an Ihren Übergabezähler mithilfe eines magnetischen optischen Tastkopfes. Und das war es im Prinzip schon. Wenn Sie dann noch eine Antenne, je nachdem wie gut der Empfang bei Ihnen ist, aufgestellt haben, empfangen wir schon die ersten Daten. Und jetzt will ich Sie einmal ganz kurz mit reinnehmen in die Demo. Können Sie sich gerne im Nachgang auch selber nochmal angucken auf unserer Homepage, enet.io. Finden Sie hier den Button einmal zur Software-Demo. Ich habe mich jetzt hier auch schon einmal angemeldet, damit wir das nicht zusammen machen müssen. Sie sehen hier die Oberfläche. Das ist jetzt in dem Fall ein Kieswerk einer unserer Kunden, der hier seine, ja, die Live-Daten zur Verfügung gestellt hat. Und bei Ihnen wird das dann im Prinzip genauso aussehen. Wir werden dann im Rahmen des Forschungsprojektes bei Ihnen, ich zeige Ihnen einmal das Senki-Diagramm, das beliebte Energieflussdiagramm, ja, auch sowas in der Art darstellen. Das heißt, bei Ihnen vom Übergabezähler aus messen, plus dann aber auch tatsächlich die Unterzähler. Das heißt, wenn Sie jetzt schon welche im Unternehmen haben, diese integrieren, aber sonst sie auch mit neuer Messtechnik ausstatten, sodass wir hier auch, ja, in die verschiedenen bis hin zur Anlagenebene messen können. Das wollen wir uns einfach einmal angucken bei Ihnen. Des Weiteren, dass Sie es auch einmal gesehen haben, wie das aussehen kann. Hier ein Liniendiagramm, jetzt in dem Fall von einem Brecher, eben aus diesem erwähnten Kieswerk, können Sie auch einmal sehen, was wir dann genau alles messen werden, sei es jetzt zu Überblindleistung, Cosinus Phi, klar die Leistungsfaktoren, Spannung, alle möglichen Faktoren. Damit Sie das jetzt einmal gesehen haben, so wird das eben aussehen. Das ist dann der, ja, der schnelle, einfache Start in das Forschungsprojekt. Genau, das wollte ich Ihnen an der Stelle noch mitgeben. So, da kam auch schon eine Frage rein. Wird die optische Schnittstelle, an die der Enet Agent angeschlossen wird, im Jahresverlauf auch für andere Zwecke gebraucht, zum Beispiel Ablesung durch EVU? Oder kann man den Agent ohne Probleme unverändert das ganze Jahr angeschlossen lassen? Ja, den kann man das ganze Jahr unverändert angeschlossen lassen. Also das ist kein Problem, sollte zu keinen Konflikten kommen. Ja, von Ihrem Messstellenbetreiber, der kann da hängen bleiben, sobald er einmal installiert ist. Genau. Und natürlich auch gerne über das Forschungsprojekt hinaus, wenn Sie da dann Interesse haben, auch weiterhin Ihre Energieverläufe transparent darstellen zu wollen. Genau, können wir da auch sehr gerne weiterhin drüber reden. Vielleicht noch wichtig zu sagen, Miriam, dass die Teilnahme eben kostenfrei ist. Also wir suchen wirklich Industrieunternehmen. Wir haben dann Budget vorgesehen, in denen es eben die sich vorstellen könnten, Speicher installieren zu lassen, bei denen gewisse Kriterien zutreffen. Deswegen haben wir ja ein bisschen versucht zu sondieren, ob die Leute eine PV oder die Unternehmen eine PV-Anlage haben oder eben einen Arbeits- und Leistungspreis. Und wenn sich so bestimmte Kriterien ergeben, dann kann das eben interessant sein. Dann würden wir da eine Messung starten, wenn wir so zusammenkommen. Genau, ja, danke. Sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, das an der Stelle auch nochmal gesagt zu haben. Genau, das ist für Sie dann finanziell kein Aufwand. Und ich denke, Matthias, das stimmt ja bestimmt auch rein, auch nicht sehr viel Aufwand. Das liegt ja das meiste dann beim ISE und bei uns vom Messen. Genau. Dann kam auch die Frage, was ist der Anwendungsfall für Redox-Flow-Batterien im Vergleich zu Lithium-Ionen? Also was ist der Grund der Kombination der Techniken? Vielleicht kannst du was dazu sagen, Matthias. Also vielleicht mal von weg. Redox-Flow-Batterien sind in der Regel die sind teurer. Das kann sich also nur lohnen oder
haben aber den Vorteil, dass man die Energie und die Leistung im Prinzip frei skalieren kann und auch besser skalieren kann. Also in dem Beispiel, das ich genannt habe, das von Knoll kam, das auch eben umgesetzt ist mit der Amortisationszeit von 9 Jahren. Das ist eine Flux-Flow-Batterie, wo eben das Energie-zu-Leistungs-Verhältnis 1:5 ist. Das heißt, das macht nur dann Sinn, wenn man irgendwie bei einem längeren Zeitraum kleinere Energien, kleinere Leistungen speichern oder einspeichern möchte, aber halt eben mehr Energie zur Verfügung haben möchte. Das ist genau andersrum wie bei Primärregelleistungsbatterien. Deswegen sind es in der Regel bei Großspeichern Lithium-Ionen-Batterien. Da ist es praktisch genau andersrum. Man muss nur, also für die Präqualifikation braucht man 1/2 Stunde die maximale Nennleistung. Und deswegen ist das da eben genau andersrum. Deswegen sind die großen Batterien in der Regel Lithium-Ionen-Speicher. Bei den Heimspeichern sind es auch in der Regel Lithium-Ionen-Speicher. Wie gesagt, Anaerobic Flow ist vor allem, wenn man über einen längeren Zeitraum kleinere Leistungen haben möchte, dann rechnen sich die. Und das muss man dann sehen. Das muss man eben aus ihren Lastprofilen sehen, ob sich das rentiert oder nicht. Also wir sind da auch ergebnisoffen. Es muss kein Hybridspeicher sein, der dann eben installiert wird, sondern wenn dann der Vanadium Flow Teil 0 ist, dann ist er halt 0. Aber er hat auch noch den Vorteil, zum Beispiel nicht zu altern. Also das Elektrolyt altert nicht. Man kann ihn beliebig oft zyklen, fängt sich aber eben andere Probleme ein, wie zum Beispiel die Pumpensteuerung, die man dann hat. Und dass es eben das System auch komplexer wird, weil man eben, also wenn man einen Hybridspeicher hat, dann hat man eben diese beiden Bestandteile, Lithium-Ionen und Flow-Speicher. Und genau, mit dieser Komplexität muss man eben umgehen. Und das ist nicht so ganz einfach, deswegen auch ein Forschungsprojekt. Dankeschön. Ja, es sind keine weiteren Fragen bisher eingetroffen. Wie gesagt, im Nachgang können Sie uns natürlich auch sehr gerne jederzeit per Mail oder auch Anruf kontaktieren. Sie bekommen unsere Kontaktdaten in der Follow-up-E-Mail und genau, können da auch dann nochmal mit uns sich in Verbindung setzen. Wir kommen dann auch auf diejenigen zu, die jetzt geäußert haben, Interesse zu haben an einer Teilnahme. Da hören Sie auf jeden Fall die Tage dann von uns. Ja, wenn es jetzt gerade keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie heute hier dabei waren. Vielen Dank, Matthias, für deine Vorstellung und Hallo. Schönen Tag noch. Tschüss.